Am 10. März bekam der Wismarer Hafen Besuch von dem Stückgutfrachter Brepp Cuxhaven. Dieser ist etwa 20 Stunden von Stettin in Polen bis nach Wismar unterwegs gewesen. Das unter der portugiesischen Flagge fahrende Schiff kann bis zu 7.815 Tonnen tragen. Es hat eine Länge von 108,17 Meter und ist 18,5 Meter breit. Brepp Cuxhaven ist 2010 erbaut worden und seitdem im Einsatz auf der See.